Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zu Tyranny. Jo, erstmal haben wir wieder irgendeinen Gegenstand erhalten, einen starken Heiltrank, den wir nicht wirklich brauchen. Also durchs Paradox-Konto. App haben wir schon den besseren Stab gegeben, jo. Die bräuchte auch irgendwann mal bessere Klamotten hier. Gut. Ja, wir sind ja in der letzten Aufnahmesession in diesen Ort hier eingedrungen. Und wollen uns jetzt weiter vorwagen und weiter mit Geistern uns umherschlagen. Mit Plagen und Finally, a chance to Haus. shake the rust from my hair. Not that this place is any cleaner. Jo. Hier wäre was, womit wir interagieren könnten. Und hier sind halt viele, viele Geister. Ja. Ich glaube, wir müssen uns erstmal um die Geister kümmern. Dazu buffen wir mal wieder Lyra und Beric. Ich könnte Lyra eigentlich den Buff auch mal geben, dann könnte sie sich selber buffen. Würde ihr wenigstens auch Erfahrungspunkte geben. Here to make friends. So. Der kommt zum Glück alleine. Dann können wir ihn ja schnell ausschalten. So, er ist ausgeschalten. Dann die nächste Plage. Mehr Schaden und Beric, du machst mal dein Taunt. Blitzdingsen ist nicht so effektiv, also nehmen wir mal einen Phantomstrahl und einen Herzschuss, weil die Plage, die ist gefährlicher. Das Hinrichten hat geklappt, macht allerdings nicht viel Schaden. So, du heilst Valyra und machst den Heilbuff auf Beric. Sicher ist sicher. So. Du kannst mich mal kurz heilen, sonst wird das übel. Au. Warum hat sie jetzt eine Wunde gekriegt? Will do. Das war nicht so toll, dass sie jetzt auch noch eine Wunde kriegt. Aber wir gehen mal wirklich in die Zauber. Die waren hier hinten. Bei Lyra hat eh noch so einen Platz frei. Wissen ist bei 47 bei ihr. Ich könnte es bei Beric schon mal ein bisschen verbessern. Genauigkeit, Intensität, Erholungssigil. Ablenkzeit. Und du? Verbesserst das Ganze. Ja. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde es gerne auch noch Lyra geben. So. Gucken wir mal allgemein, was wir noch so an Skills verbessern könnten. Zum Beispiel könnte ich dir ebenso das geben, dass es stärker wird.
Erholung nicht unbedingt. Du hast schon ein Erholungssigil. Genauigkeit brauchst du nicht. Das braucht 60 Wissen. Wenn ich das verstärke, braucht es 80. Jo. Habe ich das jetzt aktualisiert? Nein, habe ich nicht. Das muss ich auch aktualisieren. Was ist mit dir? Du brauchst schon 70. Weil ich das da mit drin habe. Schmeiß das mal raus. Pack das rein. Und Genauigkeit. So, danke. Das habe ich ja schon gepimpt. Das hier könnte ich auch noch verstärken. Dann kostet es schon mal 60. Reichweite. Nee, das bringt nicht wirklich viel. Na, aktualisiere ich es mal nur. Was ist mit dem hier? Ja, das kann ich auch noch verbessern. So. Intensität, Reichweite, Erholung. Ich könnte hier die Intensität nicht verbessern. Nein. Bei dir auch nicht. Bei dem kann ich die Intensität gar nicht verbessern, weil das die Gegner nur versteinert. Ich könnte Beric den Lebensbuff geben. Den hier. Nur halt ohne das hier. Aber nein, das kann er dann auch nicht. Das braucht nämlich 60. Was könnte ich Beric dann geben? Sigil der Gewalt. Hast. Hast es eigentlich nie verkehrt, das zu haben. Ziel Verbündete. Hast wäre eigentlich für sie nicht schlecht. Ich muss mir eh mal ihre Zauber durchgucken. Also Hast kannst du vergessen, Beric. Das da. Wirkungsbereich Gegner verglichen. Beeinträchtigt benommen. Ich könnte Gegner in einem Kegel um Beric herum benommen machen. Könnte sogar noch mit... Nein, mit Genauigkeit nicht. Ich könnte die Erholung oder die Reichweite boosten. Nee, machen wir es einfach mal so. Gut, dann gucken wir mal ihre Zauber durch. Den kann ich mir erst... Die beiden kann ich erst verändern, wenn ich die richtigen Sigillen dazu habe. Die kann mir sicherlich App auch beibringen. Erschütternder Strahl. Könnte ich wahrscheinlich Genauigkeit schon mal boosten. Sehr schön. Dann habe ich hier meinen Raureifstachel. Den könnte ich auch genauer machen. Das braucht nicht unbedingt Genauigkeit. Vor allem, weil ich nicht die Genauigkeit vergeben kann. Und ich kann sogar die Namen ändern. Fällt mir so gerade auf. Steinstachel. Nein, Steinstachel kann ich nicht verbessern. Und das hier kann ich auch gar nicht verbessern. Das ist übrigens derselbe Zauber, den ich jetzt gerade Beric gegeben habe. Mit mehr Präzision kann ich vielleicht... Ja, ich kann noch die Reichweite boosten. So. Mehr kann ich jetzt gerade nicht anstellen. Und da sollte ich vielleicht ein bisschen sortieren. Ja, das ist gut sortiert. Ansonsten, ich habe ja nur die 6 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die Pause ist okay. Die beiden Fähigkeiten habe ich hier hinten. Kombo-Fähigkeiten benutze ich eh immer bei den Charakteren direkt, dass ich es weiß. Artefaktfähigkeiten besitze ich nicht.
Ich kann Entschlossenheit entziehen und Gunst des Schicksals bin das. Oh. Ja, stimmt. Ich habe Reputationsfähigkeiten und da kann ich Waffe wechseln. Das ist okay soweit. Und das sind alles Kombo-Fähigkeiten, die sie kann. Ja, die Fähigkeit, die kann ich auch da unten drin lassen. Wichtig ist, dass ich Sachen drin habe, die ich öfter benutze. Eigentlich sollte ich auch ihre falsche Grube mal öfter benutzen. Bei Beric Kombo-Fähigkeiten sind okay. Da hat er nur die beiden. Der Buff mal ganz nach hinten, dafür das nach vorne. So. Bei ihr sollte ich auch mal sortieren. Ja, den bräuchte ich zum Beispiel gar nicht eigentlich. Ziel nach hinten werfen. Raureifstachel. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was habe ich jetzt nicht drin? Ist der Steinstachel. Phantomstrahl. Ja gut, heilsame Berührung hätte ich gerne da drin. Nur der Schwall der Gezeiten, den können wir rausmachen. Also das, was Gegner benommen macht. So. Schaden. Schaden, das ist auch Schaden. Das sind eigentlich alles Strahlschaden, ja. Also sie kann richtig viel Schaden raushauen, auf jeden Fall. So. Dann wird hochgebracht. Right. On it. Send me your champion! Bevor wir es mit denen aufnehmen. Und ja, sie kann wirklich jetzt ziemlich viel rausballern. Will do. Myra kann natürlich auch was raushauen und Beric auch. Will do. Oh, Lyra ist angeschlagen. Jetzt nicht mehr so sehr. Oh, und es ist mal was wieder gedroppt. Hier ist nichts gedroppt. Okay. Was haben wir hier? Dieses eingelassene Levis zwar schwer beschädigt, soll aber ganz offensichtlich ein Runensymbol zeigen, das dem ähnelt, welches du in der Himmelfahrtshalle gesehen hast. Das Relief ist unvollständig. Die endgültige Form der Rune ist daher unbekannt. Eine Kohlezeichnung anfertigen. Eine Kohlezeichnung der Form des Reliefs abpausen, um das Entziffern der Rune zu erleichtern. Indem du mit Kohle über Pergament reibst, erhältst du einen verschwommenen, aber richtig proportionierten Abdruck des uralten Reliefs. Mit genügend gesammelten Abdrücken könntest du vielleicht die ursprüngliche Form der Rune rekonstruieren. Will do. Jo, neue Nebenquest. Die Steine der Erleuchtung. Nee, halt. Brechen des Feindes. Ah, hier. Mitreißende Vision. Bei einem Erkunden hast du eine Kohlezeichnung gefunden. Vielleicht könnten dir die weiteren Untersuchungen der Zeichnung dabei helfen, ihre Bedeutung zu ermitteln. Und eine Falle. You see that? Da liegt auf jeden Fall jemand. Da liegt auch jemand. Lyra macht die Falle weg. Du bemerkst eine kaum wahrnehmbare Bewegung unter der schwach glühenden Oberfläche.
Oh, das sind wieder Fallen. Da muss ich echt aufpassen. Quiet down. Dass das, was da jetzt gleich rauskommt. Mir keine Probleme macht. Doubt this is a particularly fierce specimen. Why else would someone go to the effort to trap it?